Ja, ich muss das wieder mal so machen, ein bisschen dunkel gefilmt, damit man die Glimmlampe hier hinten, hier ist sie, damit man die dann aufleuchten sieht. Ich sagte ja, ich habe einen Trafo und den Trafo, dem gebe ich ganz einfach, also hier sieht man es, 1,5 Volt, dass ihr es glaubt, hier sind die Anschlüsse, hier. Da gehen sie raus, rot und blau, also Plus und Minus. So, und jetzt werden wir mal gucken und Action. Ich schalte jetzt bloß ganz kurz den Strom ein und lasse den Taster wieder los. Und man sieht deutlich mindestens 90 bis 100 Volt. So einfach geht das. Das ist die eine Seite, wie man einen Elektroschocker baut. Also schon mal bloß mal, dass man gesehen hat, wie es grundsätzlich funktioniert. Bis dann, ich zeige gleich die bösere Variante.